Hallo? Ja? Wir hatten einen Termin. Ein Termin? Ja, ein Termin. Wofür? Wir drehen heute ein Video. Sie und ich. Wir? Wir beide in einem Video? Ja. Was für ein Video? Hä, das müssen Sie doch wissen. Das haben sich die Zuschauer schon lange von uns beiden gewünscht. Alter, wo geht denn die Reise jetzt hin? Wir haben uns doch heute hier verabredet. Sie und ich. Um eine neue Folge Fat Nico aufzunehmen. Ah. Wer ist Nico? Wollen Sie mich verarschen? Was denn? Das war doch eine Frage. Ja, Freunde, das war eine kleine Hommage an die Zuschauer, die geschrieben haben. Mensch, die Fat Nico-Folge, das ist so kindisch und so blöd und was weiß ich. Also es kamen wirklich so ein paar Nachrichten, wo ich dachte, lass es doch machen, wie wir wollen. Also das war so eine kleine Hommage an die Leute von wegen, entweder, ich habe mich jetzt mal richtig genervt damit. Genau. Wow. Ah, nein, wir machen das so, wie wir Bock drauf haben. Richtig. Und, weil ansonsten würden wir das ja nicht machen. Ne? Naja, ich habe keinen Bock, mich zu verstellen. Das kommt nur dazu. Wir sind halt ein bisschen bekloppter, wenn wir ja, das ist ja vor der Kamera immer noch echt reduziert, sag ich mal. Ja. Also das ist noch die reduzierte Version. Das wollt ihr gar nicht wissen, was wirklich so ab. Was macht die Katze da hinten eigentlich? Die rennt hier am Fenster hoch und so. Also ich. Wir haben heute. Nee, doch wir. Wir haben heute wieder eine Story gemacht bei Instagram. Dementsprechend werden wir heute Fragen wieder von Instagram aus der Story beantworten und von YouTube. Das sind meine fleißige Fehlt. Heute werden die Fragen vorlesen. Schön, dass du da bist. Und dann geht's wieder los, würde ich sagen. So, fangen wir an mit YouTube? Ja, würde ich sagen. Ja, und dann schauen wir uns die letzte Folge, was wir da so haben. Ey, guck mal rein, wa? Guck mal rein. Frage von Janulation. Hi, Nico. Ich weiß, dass du mehr als. Dass du mehr so als Tontechniker. Boah, was ist das hier für eine Scheiße? Ich bekomme diese Einleitung so oft. Ich weiß, du bist der Tonler, aber sag doch mal was zu Licht. Leute, wenn ich der Tonler bin, warum soll ich was zum Licht sagen? Immer, genau. Was hältst du von dem Moving Head? Keine Ahnung, ist ein Wackelkopf. Nicht böse gemeint. Wenn es um Licht geht, fragt am besten Stage223 in der Facebook-Gruppe und in der Videobeschreibung oder einfach Jan direkt wirklich bei mir Ton bevorzugt. Weil ich bin Tontechniker. Licht, klar, ist schön anzusehen, zappelt rum, aber ist nicht so, wo ich sage, genau die Lampe ist geil. Also mega pointy und so ist schon cool, aber ich habe jetzt da nicht so die Ahnung davon. So, die erste von YouTube haben wir jetzt schon halb beantwortet. Geht's weiter mit Instagram. Ja. Von Original Sketch TV. Wen guckst du im Veranstaltungstechnikbereich? Ja, Punkt. Ich habe damals viel Event Elevator geguckt, dann ein bisschen Mother Grid, aber jetzt ehrlich gesagt fast nichts mehr. Ich gucke ab und zu mal bei den kleinen YouTubern vorbei, die auch so in meiner Richtung was machen. So, ja, ich habe mal bei LTE vorbeigeschaut, beim Tim Stage sowieso. Also immer so kleine, die man so kennt und so. Da habe ich mal so ab und zu mal reingeschaut, aber sonst keine Zeit, ehrlich gesagt. Tja, ist halt so, wenn man arbeitet. Ist halt so. Wenn man arbeiten muss, ist das so. Denkt ja auch immer jeder, ich mache nur YouTube. Ja, klar, das ist immer so irgendwie zwischendrin geschoben. Kennst du APG Audio? Und wenn ja, was hältst du davon? Kenn ich nicht. Gut, dann sind wir damit schon fertig. Was hältst du von der The Box 112 DSP? Weiß nicht. Ist halt. Also kann der nicht der beste DSP sein. Und es ist eine Kunststoffbox. Und Kunststoffboxen sind echt nicht mein Ding. Weil ist Kunststoff. Das klingt einfach wie so eine mitschwingende Dose. Ich mag es. Also, für den Preis ist die bestimmt cool, aber ich kann es nicht sagen, ich habe es nicht in der Hand gehabt, nicht gehört, ich weiß es nicht. So eine, also wenn ich was zu einer ähnlich preisigen, guten DSP-Box sagen kann, denn Electro Voice ZLX 112 oder 12, weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall ZLX 12, die aktive Version davon, die ist wirklich nicht verkehrt für den Kurs und ist wahrscheinlich damit gleichzusetzen oder ähnlich. Mehr kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich kann gar nichts zu sagen. Also. Aber das Endstufenmodul sieht ja ähnlich aus, wahrscheinlich kommt es aus der gleichen Schmiede. Who knows? Oh, das ist eine böse Frage. Die Frage ist wirklich böse von Felix. Ich glaube, Stefan Rast wird mich jetzt dafür hassen. Deiner Meinung nach das am wenigsten gute Produkt von Voice Akustik?
Das ist schon wirklich eine Assi-Frage. Ich meine, das Ding ist, ich kann jetzt nicht sagen, das ist am wenigsten gut, weil es ist alles wirklich geil, aber ich sag jetzt nicht, was am wenigsten gut ist, ich sag das, was ich mir wirklich niemals kaufen würde. Und das ist der alte Subhorn 115 Bass. Nicht so mein Ding, weiß ich nicht. Da ist gerade irgendwas passiert. Ja. Leute, tut mir leid, es gab eine kurze Unterbrechung. Einfach aus dem Grund, der liebe Ariali gab mir meine Karte, meine SD-Karte zurück, hat vergessen, sie leer zu machen. Dementsprechend war zwischendurch mal eben die Karte voll. Mussten wir mal eben leer machen, aber meine zweite Karte hat er nämlich auch noch bei sich zu Hause. Passiert. Hey Nico, wenn du 1 Million jetzt bekommen würdest und es sofort ausgeben müsstest, was würdest du dir kaufen? Krasse Frage. Eine wirklich krasse Frage. Ich weiß es nicht. Doch. Also, Tesla Model S. Schon mal das erste. Neue Feuerstattung mit der geilsten Anlage auf jeden Fall, ist klar. Und die größte Batterie, was geht. Und den größten Motor. Den neuesten Crafter. 24 Scheiben IKRAI 8. Wahrscheinlich 16 Doppel-18er. PowerSoft X8. HDSP 6 dazu. D-Life S5000 mit Stagebox. Und so ein Haus. Klar. Ich glaube. Boah, eine Red Epic. Eine Red Epic, einen richtig fetten Regieraum, wo ich einen geilen Rechner drin habe zum Schneiden. Ein paar Optiken. Ronin 2. Alter, da fällt mir einiges ein. Katze, was machst du jetzt wieder? Die leckt immer meine Farbfolien ab. Was ist bei dir falsch? Ja, nächste Frage. Was ist alles dein eigenes Equipment? Soll ich jetzt mein ganzes Lager aufzählen? Also ich habe die Frage schon öfter bekommen, aber wie stellt ihr euch das mal vor? Irgendwann, ich weiß nicht wann, irgendwann wird es ein Video dazu geben. Wir sind gerade dabei, das Lager einzurichten. Es wird auch bald ein Video dazu kommen, wie wir das Lager gebaut haben und so weiter, weil noch ist es noch nicht fertig. Es wird wirklich dann am Ende ein großes Endprodukt sein. Video, mein Lager. So. Von Anfang bis Ende. Und da werde ich dann auch irgendwann mal zeigen, was ich alles habe. Aber ich kann dir mal sagen, ich habe 14 Voice-Acoustic-Lautsprecher, ich habe eine SQ6, sämtliche Cut-Kabel, 1000 NF-Kabel, 1000 Speak-On-Kabel, vierpolig, alles vom Sommerkabel, also ist eigentlich alles da, was man braucht. Ich habe einen kleinen, ey, werdet lachen, manche haben es in der Story gesehen, ich habe was von Behringer. Ja, ich habe tatsächlich einen Behringer bespult, das XR12, für so kleine Sachen, für Kunden, die kein Geld haben, ist es definitiv ausreichend. Ein iPad mit Router zum Steuern, diese ganzen Geschichten, 6 Alps Audio, 108er, also so ein bisschen Kram. Alles Mögliche. Ja, so 12 Mikrofone oder so. Man kommt mit klar. Nächste Frage. Mhm. Gibt es schon neue Projekte in Planung? Ja. Und wenn ja, was? Nee. Sonst ja kein Geheimnis. Genau, mehr. Sonst. Weißt du, habe ich immer gesagt. Du musst lernen, Junge. ja, also es sind eine ganze Menge Projekte in Planung. Ein großes Projekt, was ich damals angesagt hatte, ist gestorben. Das war ein Film, den wir drehen wollten. Das hat nicht funktioniert. Aber das und ich sind schon seit Wochen dabei, was Neues zu schaffen. Mehr will ich nicht sagen, falls das Ding auch ein Flop wird, was natürlich nicht so sein soll, aber eigentlich nicht. Wir haben eigentlich schon seit über 2 Jahren fette Projekte in Planung, aber es muss halt wirklich so weit sein am Ende, dass man es wirklich machen kann und es im Rahmen des Möglichen ist. Und dadurch, dass ich jetzt auch bekannte Menschen kenne in dieser Branche und so, haben wir auch ganz andere Möglichkeiten. Deswegen lasst euch überraschen, aber genau für solche Sachen, genau für diese Sachen, für diese Filmprojekte gibt es einen Zweitkanal, in der Videobeschreibung gibt es den Link dazu. Und alles, was diesen Kanal betrifft, gibt es keine großen Projekte. Also da gibt es wirklich nur Checkpoint DJ kommt bald. Auch alle Infos unten drin. Auf jeden Fall vorbeikommen. Da sind wir auch da. Also Jan und ich. Stageport 2.3 und ich und so. Und ja, schon gesagt. Aber ja, also Großprojekte auf diesem Kanal eigentlich nicht. Jo. Nö. Weiter. Weiter. Gibt es eigentlich deine Doppel-12er-Bässe noch? Ja, stehen im Keller. Da stehen sie. Mhm. Würdest du auf einen Gig nur noch ein digitales Mischpult mitnehmen oder darf es auch mal analog sein? Darf auch mal analog sein. In ganz großen Ausnahmen. In ganz großen Ausnahmen. Also, wenn es ein Kunde ist mit nur einem Mikrofon und das nämlich auch mal analog ist, aber der große Vorteil an Digitalpulten ist, dass du halt keinen Kompressor extern brauchst. Du stellst dein Digitalpult dahin. Egal wie groß, hast einfach alles, was du brauchst. Du hast einen grafischen Equalizer, einen parametrischen zum Entzerren, du hast einen Kompressor, Limiter, hast wirklich alles, was du brauchst. Deswegen bin ich halt ein großer Fan davon. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen von wegen Nico. Wieso benutzt du Digitalpult? Das ist die größte Scheiße der Erde. Ich könnte hier 1000 Gründe aufziehen, warum das alles scheiße ist und bla 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 und das ist so schlecht. Wo ich denke, wenn es denn so schlecht ist, warum nutzt das dann jemand und warum funktioniert es so gut? Also es kann ja nicht so schlecht sein. Aber auf so eine Nachricht reagiere ich einfach mega allergisch, kann ich gleich mal sagen.
ohne mir gleich Gründe zu nennen. Also gleich von wegen, einfach nur nicht mal Hallo, einfach nur zu schreiben, die Gitarre wurde so ein Scheiß, warum kaufst du so einen Müll und so, werfe ich gleich raus. Also das brauchst du ja echt nicht, ich hasse sowas, warum macht man sowas? Das heißt erstmal guten Tag, das ist schon mal Nummer 1. Nummer 2, man kann das freundlich schreiben. Nummer 3, wenn es auch so scheiße ist, dann schreib doch mal einen Grund dazu. Nicht einfach nur sagen, man kann... Pauschal, das ist scheiße. Nö. Klar, scheiße. Welche Funkstrecke kannst du für Einsteiger bzw. für Fortgeschrittene empfehlen? Und welche sind deine Lieblingsfunkstrecken? Also empfehlen kann ich Sennheiser EW100. Das ist die kleinste Serie Sennheiser, die, sage ich mal, benutzbar ist. Wirklich cool für den Preis, echt geil, kann man nutzen. Alles unterpreisiges würde ich jetzt eher die Finger von lassen. Und meine Lieblingsfunkstrecken sind die Shure Exient. Das sind so die Flaggschiffe auf dem Markt, finde ich. Ja, klar, gibt auch Sennheiser 9000, aber da kostet eine Funkstrecke ungelogen 150.000 Euro. Und die sind einfach unnötig groß und fett und so. Also High Class, meine Lieblinge sind auf jeden Fall Shure, UFED, ULX-D4 und die Exient, wie gesagt, die AD. Die sind echt geil. Tja. Ja! Bist du zufrieden mit deiner SQ? Ja, sehr. Ich wollte jetzt anderes kaufen. Ich habe sie oft schon benutzt, tatsächlich. Case ist auch fertig gebaut. Hat Pack eine gute Arbeit geleistet. Und klar, voll geil. Also ich kann es jedem empfehlen. Wirklich, von der Q und der GLD ist es ein Riesensprung nach vorne. Also fehlt nicht mehr viel zur D-Life tatsächlich. Ist wirklich cool. Letzte. Vorletzte. Ich hab noch eine. Vorletzte? Vorletzte. Oh, hat er selber geschrieben. Oh. Nee. Kann man bei dir eine Art Praktikum machen? Nee. Also einfach mal bei dir, bei der Arbeit zustehen. Hat man gerade genug Momente von Genau. Also seid echt nicht sauer. Ich habe das schon wirklich oft erklärt und will es eigentlich jetzt zum letzten Mal erklären. Das ist nichts Persönliches. Niemals. Aber ich möchte keine Praktikanten aufnehmen, weil es ist versicherungstechnisch schwierig. Ich habe keine festen Arbeitszeiten. Das ist alles komplett. Und ich kann euch nicht auf Freelancer-Jobs mitnehmen, wo ich von anderen Firmen gebucht werde. Es geht einfach nicht. Es ist einfach uncool. Und sorry, Erik, darfst du jetzt entschuldigen. Jo, Erik, du darfst mal eben den Zuschauern guten Tag sagen. Du rufst im Videodreh an. Nur kurze Frage dann, ja? Ja. Ja, Ende vom Lied. Praktikanten funktioniert nicht, tut mir leid, aber es geht nicht. Du hast noch ein letztes, hast du gesagt. Ich hab noch was. Was hältst du von den KME-Endstufen? Ich persönlich finde sie sehr gut, habe sie öfters mit KME VL15, VL8 und VB18 gehört und bin jedes Mal begeistert. Ich weiß ja nicht, wie man das sagen soll, wie man Endstufen hören kann. Klar, man merkt, ob die Druck hat, ob sie Reserven hat. Aber ja, die sind nicht schlecht. Das Einzige, was KME, finde ich, für ein Problem hat, ist mit den alten Endstufen, dass sie einfach total schwachbrüstig sind. Also ja, die haben schon Power, na klar, aber im Vergleich zu anderen Größen, im gleichen Preissegment, in anderen Fremdmarken, gibt es schon deutlich Leistungsstärkeres auf dem Markt. Wo ich wieder aber mein Hut vor KME ziehe, ist, dass die ihre Endstufen wirklich selber bauen. Also viele kaufen sich ja bei Camco ein, bei Powersoft, bei irgendeinem Hersteller und machen da ihr Klebchen drauf oder arbeiten mit dir zusammen. KME lötet wirklich komplett selber. Also nach meiner Information bauen die wirklich die ganzen Endstufe komplett selber. Das ist eigene Entwicklung, eigene Produktion und dafür ist es schon nicht verkehrt. Trotzdem würde ich sie mir nicht kaufen, weil ich sie zu schwach finde. Das ist alles. Das war die letzte Frage. Achso, aber ich habe vom Friedemann von KME, habe ich letztens die Info bekommen, dass es vielleicht einen neuen Amp von KME bald geben wird, der dann deutlich mehr schieben soll. Aber das weiß man noch nicht so genau. Aber da ist was in der richtigen Küche. Könnte aber sein, dass da was kommt. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Dustin, danke, dass du hier mit dabei warst. Das hat mich wirklich sehr doll gefreut. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist total schön, dass du wieder meine Fragenfee gespielt hast. Heute in unserem kleinen Wohnzimmer. Ich wette, dass die meisten am Anfang Sketch diese ganzen Fotos sich angeguckt haben. Und wenn nicht, werden sie es jetzt tun, weil sie zurückspulen. Aber... Weil du den Tipp gegeben hast? Ja, ich hatte jetzt auch keinen Bock, die Scheiße abzuhängen. So ist es halt. Sagen wir mal die letzten Worte. Tschüss. Tschüss. Nee, Alter, mit dir im Drehen ist immer gefährlich. Das weißt du aber selber. Ja. Okay. Schwierig, ne? Das ist sehr schwierig. Ja. Wir beide durften nicht zusammen vor der Kamera. Also für uns beiden ist das wirklich das Dümmste, was du machen kannst. Ja.
einfach schon alles verzieht. Video. Ja. Das warst du dort. Das haben sich die Zuschauer schon lange von uns beiden gewünscht. Oh, ich hab schon wieder. Ja. Hat er nicht gemacht. Tschüss.